Die niederländische Fußballnationalmannschaft hat das Freundschaftsspiel gegen Auswahl Portugals souverän mit 3:0 für sich entschieden. Dabei präsentierte sich Elftal vor allem in der ersten Hälfte von ihrer besten Seite. Nach nur 11 Minuten brachte Flügelstürmer Memphis Depay Niederländer im Stade de Genève in Genf mit 1:0 in Führung. Nach einem mustergültigen Konter boxierte der 24-Jährige einen zuvor abgefälschten Schuss aus wenigen Metern über Linie. Ex-Bundesliga-Legionär Rein Babel köpfte das Leder nach einer guten halben Stunde aus kurzer Distanz zum 2:0 ins Netz. 32. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit traf Liverpools Abwehrspieler Virgil van Dijk zum vorentscheidenden 3:0. Der Verteidiger stand im Anschluss an eine Standardsituation völlig frei im Strafraum der Portugiesen und schoss den Ball aus 11 Metern in das rechte Eck. Portugal dreht auf. Der amtierende Europameister drehte nach dem Seitenwechsel auf und dominierte Partie, doch selbst 6:0 Torschüsse und 5:0 Ecken reichten dem Team um Cristiano Ronaldo nicht zum Ehrentreffer. Nach der gelb-roten Karte gegen Joao Cancelo, 61., ließ sich Ronaldo vorzeitig auswechseln, 68. Zuvor war der Superstar lediglich mit einer spektakulären Schwalbe aufgefallen, als er am Ball vorbeitrat und einen Elfmeter forderte. Die Sorgen der portugiesischen Auswahl dürften nach der Niederlage nicht kleiner geworden sein. Schon am vergangenen Freitag präsentierte sich das Team beim 2:1-Sieg gegen Ägypten alles andere als WM-reif. Ein Doppelpack von Cristiano Ronaldo in der Nachspielzeit rettete Iberia vor einer Blamage.